Hallo, ich bin Carsten in Detmold und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich bin hier in Detmold im Freilichtmuseum und das ist auch das größte Freilichtmuseum. In Hagen das Freilichtmuseum, in dem geht es ja mehr um Industrie und Handwerk und hier geht es dann mehr um die Volkskunde bzw. das wirkliche Leben zu der damaligen Zeit. Ich bin jetzt hier am Detmolder Hof und damit fange ich dann jetzt an. Jetzt befinden wir uns hier im Haupthaus, hier im vorderen Teil. Ja, das ist das Haupthaus. Da war ich gerade drin, im vorderen Teil. Aber da ist leider zu dunkel, weil das überhaupt nicht beleuchtet ist. Waren die Stallungen und im hinteren Teil war dann ohne Trennwand, ohne alles. Vorne gab es gestampften Lehmboden. Und dann auf einmal gab es also was ähnliches wie Fliesenboden oder ich sag mal so ein Steinboden. Und das ist dann das Wohnhaus, wenn man so will. Ja, ähnlich wie auch in Hagen wurden hier die Gebäude an ihren ursprünglichen Stellen dann teilweise abgetragen und hier wieder aufgebaut. Ja, so wie hier der Backspeicher. Hier steht auch, wo er herkommt, nämlich aus Schwagstorf. Im Landkreis Osnabrück. Ja, und so wie es mir ausschaut, aufgrund der Öfen da hinten, der Backöfen, ich mache da gleich mal ein Foto da rein, war das auch hier nicht nur ein Speicher, sondern auch eine Backstube. Dies hier ist die alte Töpferei und schräg gegenüber ist dann der Tecklenburger Kotten. Gehen wir mal rein. Ich hoffe mal, dass da nicht zu dunkel drin ist. Ja, hier drin ist ein bisschen heller. Da kann ich hier auch filmen. Aber vom Prinzip her ist es aufgebaut wie das Haupthaus vorhin. Also hier vorne gibt es die Stallung und dann weiter hinten fängt der Wohnbereich an mit Steinen am Fußboden. Allerdings ist dieses Haus hier bestimmt 20, 30 Meter kürzer.
Ja, das ist auch interessant. Bei dem Gebäude hier vorne handelt es sich um ein sogenanntes Doppelheuerhaus. Und zwar ist es so, dass die zwei Dielentore waren die Eingänge zu den beiden Wohnungen. Es handelt sich hier tatsächlich um eine vermietbare Wohnung, die verheuert wurde, deshalb Doppelheuerhaus. Und auch bei diesen vermietbaren Wohnungen ist es so, du kommst hier in die Tenne, direkt hier konnte Vieh gehalten werden und dann ein Stückchen weiter hinten wandelt sich der Lehmboden in einen Steinboden. Hier vorne war die Küche, wenn man so will, und Aufenthaltsraum. Ja, und da war, na, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, da war dann der erste Schlafraum. Natürlich auch hier angrenzend ein kleiner Gemüsegarten. Und hier die Stube. Ja, und hier kommen wir dann zum Mindener Hof. Sind auch schon imposante Gebäude. Ja, direkt zum Anfang haben wir hier schon mal ein Backhaus. Ah, kommt aus der Gegend von Espelkamp. Da komme ich hier an der Tenne vorbei und ich wundere mich, was mich hier so anguckelt. Da verstecken sich hier die Hühner vor dem Regen. Hier stehe ich am Haupthaus des Mindener Hofes. Allerdings kommt dieses Gebäude aus dem Landkreis Nienburg, so wie ich es gelesen habe. Schauen wir mal, ob wir da drin was sehen. Ja, auch hier ist es wieder so, dass im vorderen Teil die Ställe sind und im hinteren Teil gelebt wurde. Ah, hier hinten in der Schlafstube oder Schlaf- und Wohnstube kann man schon ein bisschen mehr sehen. Das ist zwar hier hinter Plexiglas, aber durch die Butzenscheiben kann man hier doch ein bisschen was sehen. Ja, das ist hier ein ziemlich weitläufiges Gelände. Ich bin jetzt unterwegs zum Paderborner Dorf. Ich schlepp gerade noch einen Schirm mit mir rum, weil das Wetter ist alles andere als optimal heute. Ja, ich finde es cool, dass die Flächen zwischen den einzelnen Gehöften und Dörfern immer noch landwirtschaftlich genutzt werden. So bekommt man einen guten Einblick, wie das wirklich so war. Zumindest hat man das Gefühl. Ja, hier am Paderborner Dorf steht eine Bockwindmühle. Also Bockwindmühle deshalb, weil, wie man sieht, steht sie auf einem Bock. Und die ganze Windmühle konnte so in den Wind gedreht werden, sodass man nie darauf angewiesen war, immer nur auf eine Windrichtung zu achten.
Ja, wenn es in Hagen wirklich um die Handwerkskunst geht, ums Handwerk geht, um die Industrie geht und eine Schmiede nach der nächsten kommt, kommt hier ein Wohnhaus nach dem nächsten. Jetzt sind wir am Rande des Sauerlander Dorfes an der Kapelle angekommen. Aber es war nicht nur die Kapelle, sondern nebenan war direkt das Schulzimmer angeschlossen. Also nicht wie oft genug Schule und Kirche in einem Raum abwechselnd, nein, hier war beides getrennt. Ja, ich hatte mich auch schon gewundert, warum hier der Kircheneintritt oder Kapelleneintritt an der Seite ist und nicht wie gewohnt hinten. Ja, landschaftlich ist es auch ganz schön hier. So, jetzt sind wir langsam im Sauerländer Dorf angekommen. Okay, das Auto, was da gerade fährt, ist vom Museum. Und wie ihr seht, es ist immer noch am Regnen. Naja. Hier gab es schon eine richtig schöne, gute Stube. Ja, der Vorteil hier im Sauerländer Dorf ist, hier ist hell. Hier kann man auch in den Gebäuden mal was sehen.
Entschuldigung für den komischen Winkel, aber ich muss irgendwie schaffen, dass die Kamera noch im Trocknen ist. Also zwischendurch vergisst man schon, dass man sich hier im Museum befindet. Also es ist unwahrscheinlich weitläufig. Man hat wirklich so das Gefühl, von Gehöft zu Gehöft beziehungsweise von Dorf zu laufen. Schade, dass ich das Navi nicht mit habe. Also mich würde es jetzt schon interessieren, wie viele Kilometer ich heute gegangen bin. Weil ich glaube, so wenig ist das gar nicht. Ja, wobei, es ist auch noch relativ früh. Sag mal, wenn jetzt der Regen nicht wäre, dann würde man sich bestimmt das ein oder andere noch ein bisschen genauer anschauen. Aber bei dem ganzen Regen versucht man dann schon möglichst trocken zu bleiben. Zumal die Temperaturen, die sind auch noch ganz schön in den Keller gegangen. Von gestern über 20 auf heute unter 15. Aber naja, da kann das Museum nichts dafür. Bin jetzt unterwegs zur Kappenwindmühle und von dort aus geht es dann auch schon wieder zum Ausgang. Ich denke mal, ich habe heute viel gesehen, aber ich glaube längst nicht alles. Zwischen dem Paderborner Dorf und dem Sauerländer Dorf kommt man zum Beispiel auch noch an einer Tankstelle vorbei. Aber da war heute jede Menge los, weil heute hier im Museum Porsche-Treffen ist. Und dementsprechend natürlich, es passt natürlich, ist das Treffen direkt an der Tankstelle. Hätte ich euch gerne auch noch gezeigt. Das ist wirklich eine richtig alte Tankstelle. Die ist noch älter wie ich. Ja, wie ich da oben an dem Schild sehe, habe ich doch noch nicht alles gesehen. Also den Westhellweghof habe ich noch nicht gesehen und den Westmünsterländerhof habe ich auch noch nicht gesehen. Und die Kappenwindmühle natürlich auch noch nicht. Ja, das ist ja mal interessant. Die Scheune hier, die kommt quasi von zu Hause, nämlich aus Herten. Die gehörte zur Schlossförsterei von Herten. Jetzt stehe ich hier in einer alten Dorfschule aus dem Kreis Soest. Ja, die alte Dorfschule von Tönningsen von außen. Hier befinden wir uns jetzt am Westmünsterländerhof. Im Ostmünsterland kenne ich mich ja gut aus. So riesig ist der Unterschied jetzt nicht. Das ist der sogenannte Haferkasten, auf Stelzen gelagert. Wie der Name schon sagt, wurde da Hafer gelagert.
So, langsam geht es jetzt zum Ausgang. Also ich bin ganz schön kaputt. Ist doch wirklich eine große Runde, die man hier gehen kann. Und wie gesagt, ich habe mir längst nicht alles angeschaut. Da kann man schon ordentlich Kilometer zusammenraffen, wenn man möchte. Ja, ich finde es gut. Hier hat man wieder so ein bisschen Geschichte zum selber erleben, zum Anfassen. Okay, man kann nicht alles anfassen, ist auch ganz klar. Aber vieles kann man anfassen, wenn man möchte. Aber man kann sich auf jeden Fall hier eine Menge Infos holen über das Leben vor 100 Jahren, vor ein paar hundert Jahren, wenn man so will. Ja, da ist ja schon einiges an Zeitaltern dabei, aus denen die Gebäude hier stammen. Wenn man mal so auf die beschrifteten Balken über den Tennentoren schaut, über den Eingängen schaut, aus welchen Epochen die einzelnen Gebäude stammen, das ist schon eine interessante Sache. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Tennen von den ganz alten Gebäuden doch sehr, sehr dunkel sind, beziehungsweise die ganzen alten Gebäude, nicht nur die Tenne, auch die Wohnräume hinten in den Gebäuden sind meist sehr, sehr dunkel. Aber ich denke, dass das wohl Absicht ist und dass da recht dunkel ist, um zu vermitteln, wie es halt wirklich früher so war. Weil da gab es ja auch kein Licht, kein elektrisches Licht. Licht gab es natürlich, aber halt kein elektrisches. Und ja, Fenster waren da halt auch keine drin. Aber es ging ja auch darum, jedes Fenster war mit Energieverlust verbunden. Und zum anderen kostete jedes Fenster ja auch zusätzlich Geld. Und das hatte man ja auch nicht. Ja. Damit möchte ich mich auch schon von euch verabschieden. Ich hoffe mal, es hat euch so ein bisschen gefallen. Es hat euch einen kleinen Eindruck gebracht von dem Museum hier. Also ich bin hier von der schieren Größe schon total begeistert. Aber ich glaube, hier kann man auch ein-, zweimal hingehen und entdeckt immer wieder was Neues. Zumal da oben, wo die Tankstelle ist, ist auch eine Baustelle, da wird auch noch was Neues gebaut. Und wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.